Hallo, was für ein Wochenende. Also, ich hatte es auf der Fanpage kurz angekündigt. Ich hoffe, Moment, ich muss mal eben kurz gucken. Mikrofon, Mikrofon. Ja, beim Headset-Mikrofon, so soll es sein. So, tontechnisch müsste alles in Ordnung sein. Ich berichte euch heute vom ersten Hackathon meines Lebens. Ich habe immer schon mal bei einem Hackathon mitmachen wollen. Ich hatte den großen Hackathon der Bundesregierung im Auge, war da ganz scharf drauf. Wir vs. Virus. Gesundheit spielte bei mir aber überhaupt nicht mit, ging also nicht. War nichts zu machen. Kurz darauf entdeckte ich, es gibt einen Hackathon von den Jugenddelegierten der EKD unter dem Hashtag Glauben gemeinsam. Ja. Beides mein Thema, einerseits so technisch Hackathon mit Ideenaustausch und Techniken überlegen und Technik auch im engsten Sinne überlegen. Das zum einen Religion, Christentum, auch ein Thema bei mir, also passte. Also habe ich mich angemeldet und von dem Hackathon an sich, von Glauben gemeinsam, davon erzähle ich euch jetzt heute. Das war ein echtes Erlebnis. Was hat gepasst, was hat nicht gepasst? Also erstmal, das Ganze wurde innerhalb von einer Woche aus dem Boden gestampft. Es wurde aus dem Boden gestampft. Von wenigen Leuten. Von ein paar Jugendlichen, die gesagt haben, wir machen das jetzt. Und dann haben sie losgelegt. War alles perfekt? Nein. Musste es das sein? Nein. Es war grandios. Es war einfach grandios. Es war, Leute, von dieser Stelle aus nochmal spitzenmäßig, was ihr da auf die Beine gestellt habt. Ehrlich. 1A mit Sternchen. Prima. Es war Wahnsinn. Beim Abschluss kam noch so die eine oder andere Kritik so im Livestream auf, als dann die Abschlussergebnisse gezeigt worden sind. Das greife ich jetzt mal vor, dass bei dem einen und anderen Projekt so nebeneinander gearbeitet wurde und man hätte die Kräfte bündeln können und Co. Wäre jetzt das Orga-Team größer gewesen, wäre auch das vielleicht eine Möglichkeit gewesen, dass das Orga-Team immer geguckt hätte, wer wo was nun gerade explizit inhaltlich ganz genau bearbeitet, um da dann nochmal Gruppen noch stärker von sich aus vereinen zu können. Ich habe das Gefühl, das haben sie, soweit es ihnen mit ihrem Man und Woman Power möglich war, gemacht. Also, ich find's großartig, was sie auf die Beine gestellt haben und verbessern kann man immer. Aber Leute, es war eine Woche. Die haben das in einer Woche hochgezogen. Also nochmal von dieser Stelle aus, Chapeau. Allein die Technik, die da dran hängt. Und ja, ihr habt die EKD im Hintergrund und habt auch Sponsoren mit an Bord genommen. Ja, aber trotzdem, die Hauptverantwortung und die Organisation und die Gedankengänge und die, wie machen wir es denn jetzt, das hing alles an euch und Spitze. Ehrlich. Da soll noch mal einer sagen, die Jugend wäre nicht fit und die Jugend würde sich nicht kümmern. Ja, das habt ihr widerlegt, definitiv. Was war jetzt so von der Atmosphäre her und was war mit den Techniken? Also, welche Techniken wurden eingesetzt? Vom Ablauf her war es so, ich habe mich angemeldet, habe dann auch eine Bestätigung bekommen und ich wurde auch schon in der E-Mail darauf hingewiesen, was als nächstes passiert. Ganz toll. Es gab so eine kleine Mini-Newsletter-Serie, sage ich jetzt mal so ganz, ganz klein, wo dann wirklich die nächsten Schritte immer beschrieben worden sind, wo dann auch auf bestimmte Punkte nochmal hingewiesen wurde, nochmal explizit hingewiesen wurde. Die Zugangslinks waren da, hat alles gut geklappt. Was war noch? Angemeldet haben wir uns dann auf einer Plattform namens Slack. Mit Slack habe ich schon mehrfach geliebäugelt, weil Slack auch eine sehr große Kommunikationsplattform für die WordPress-Community ist. Und ich arbeite ja sehr gerne mit WordPress und ich tausche mich auch so mit einigen aus der Community aus. Aber das ist natürlich ein zentraler Punkt. Und es juckt mich auch immer noch. Aber es gibt so ein paar Sachen, die mich bei Slack auch wirklich abschrecken.
Sehr positiv fand ich, dass es sehr viele Möglichkeiten gibt. Wenn man irgendwann mal dahinter kommt, wie Slack tickt, versteht man auch, warum man die Dinge dort nicht findet, wo man sie sucht, sondern an ganz anderer Stelle. Beispielsweise ging es mir dann darum, wie mache ich das? Ich hab mich angemeldet und sollte mich dann aktiv, wurde gefragt, ob ich als aktiv angemeldet werden möchte, ob ich meinen Status ändern möchte, also so wie man das dann kennt, ich bin in der Pause, ich bin im Urlaub und da eben, ich bin aktiv, ich bin inaktiv. Das habe ich weggeklickt. Dann habe ich erstmal stumm geguckt, um erstmal nicht gleich überfallen zu werden, sondern erstmal geguckt, worum geht's hier? Wo finde ich was? Worauf muss ich achten? Gibt es irgendwelche Ankündigungen, irgendwelche Anweisungen, irgendwelche Leitfäden? Das habe ich mir dann erstmal alles durchgelesen. Und dann habe ich versucht, mein Profil scharf zu schalten und es war etwas schwierig, das zu machen. Also das war ein umständlicher Weg. Ich habe dann einfach gedacht, so da, wo die anderen Statusse sind, da muss das doch auch sein. Und wenn ich irgendwie aktiv eingebe, muss ich das doch irgendwie aktiv schalten können. War so ein Suchfeld, nee, war nicht. War so ein Umweg, über das Account scharf zu schalten. Also es waren so ein paar Sachen, wo ich einfach so sage, so, also so von der Technikerseite her, so softwaretechnisch, hat aber mit dem Hackathon nichts zu tun, sondern mit den, mir geht es jetzt auch einfach mal um die Software, die da verwendet wurde. Ansonsten ist Slack eine Technik, die ich ganz gut finde, weil man sehr viel integrieren kann. Man kann sehr viel auch von externer Software mit einbauen und das kam dann auch während des Hackathons zum Zuge. Was ganz toll lief, war, wenn irgendwelche Dateien fertig waren, man konnte sie mit einem Klick sofort runterladen auf den eigenen Laptop. War spitze, war richtig, also vom Feeling her war das innerhalb einer Sekunde erledigt. Das Hochladen war auch ganz einfach. Man konnte also auch verschiedene Dateitypen heraufladen. Wir konnten verschiedenste Software einbinden. Wir haben das dann so gemacht. Wir haben dann hin und her überlegt bei uns in unserer Gruppe, wie machen wir das? Da gab es unterschiedliche Meinungen zu. Es gab den Vorschlag Zoom, der auch von mir präferiert wird, wie ihr hier seht. Ich arbeite mit Zoom. Es gab Bedenken von einigen, insbesondere von einem Mitglied der Gruppe, der gesagt hat, nee, möchte ich nicht, mit der Software habe ich kein gutes Gefühl. Dann wurde über die Orga war es, glaube ich, oder ich glaube, das war direkt über die Orga, wurde dann nochmal gefragt, gibt es eine andere Möglichkeit? Und da wurde dann auch spontan dann von einer der Kirchen, die im Hintergrund mitgearbeitet haben, dann auch sofort ein kircheninterner Server zur Verfügung gestellt, sodass dann dort auf die dort installierte Software Jitsi zugegriffen werden konnte. Auch dafür herzlichen Dank. Finde ich ganz toll, dass das spontan möglich gemacht wurde. War auch super, also auch von der Zusammenarbeit auch. Da war also kein Blockieren, kein Ich lass nicht, sondern wirklich ein Hin und Her und ein Austausch, der grandios war. Also wirklich, ich fand das ganz, ganz toll. Jitsi wiederum an sich ist jetzt eine Software, wo ich sage, ist eingeschränkt. Also jetzt mal so im Vergleich zu Zoom, was ich halt vor, tut mir leid, ich nehme einfach, ich bleibe bei Zoom. Jitsi ist für kleinere Konferenzen, für kleine Gruppen, ich denke mal so 4, 5 Leute passen gut. Alles, was darüber hinausläuft, geht komplett irgendwie auf die Leistung. Mag auch auf den Server mitbezogen sein. Jitsi ist ja eine Software, die server-eigenbezogen irgendwo gehostet wird. Während Zoom, das ist eine Plattform. Könnt ihr euch vorstellen, wie Plattformen anderer Art, wie auch Google eine Plattform ist und mehrere Server hat und Facebook und so weiter. Bei Zoom ist es ähnlich. Also so vom Verständnis her. Und Jitsi ist eine Software, eine Open Source Software, frei verfügbar, kann jeder mitarbeiten. Und da ist es dann so, dass du die dann eben auf einem eigenen Server hosten kannst, komplett die Kontrolle drüber hast. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist eben, es ist im eigenen Haus, man hat die Kontrolle. Der Nachteil ist eben, dass dann eben auch die entsprechenden Kapazitäten hausintern sind und nicht auf einen Großkonzern zurückgreifen können. Das ist einfach so der Unterschied. Arbeiten konnten wir mit beiden. Sowohl mit Jitsi als auch mit Zoom war es möglich, dann auch Bildschirme zu teilen. Es war möglich, untereinander sich zu sehen. Wir konnten nacheinander sprechen. Was so den Unterschied macht vom Feeling her, vom Handling her. Bei Jitsi gab es die Möglichkeit, die Hand zu heben. Ja, man konnte auch im Chat teilen.
Ich fand es ein bisschen eigenartig. Es gab immer den Sprecher in der Mitte und rechts war die restliche Truppe so am Rand, so an der Seitenlinie zu sehen. Aber es ging. Man kann damit arbeiten. Mein Geschmack ist es nicht, aber ich habe es jetzt das zweite Mal und mit einem besseren Eindruck jetzt kennengelernt, als ich es das erste Mal kennengelernt habe. Ich habe das erste Mal mit Jitsi mich beschäftigt. Das war 2013. Da habe ich dann geguckt, kommt Jitsi für mich in Frage? Da war ich auf der Suche nach einer entsprechenden Software. Und da habe ich das als noch unübersichtlicher empfunden und habe mich dann dagegen entschieden. Aber ich finde, Jitsi entwickelt sich in die richtige Richtung und ich denke mal, ich behalte ein Auge drauf. Also es ist durchaus denkbar. Man kann damit arbeiten. Man muss dann allerdings auch wirklich da irgendwie die Möglichkeit haben, selber damit zu arbeiten. Was gab es noch so von der Technik her zu bedenken? Es gab einen großen Austausch in unterschiedlichen Channels. Es gab also unterschiedliche von der Struktur her, unterschiedliche Ebenen, sage ich jetzt mal. Es gab einmal die Ebenen, die tatsächlich von der Orga nur bestückt worden sind. Dann gab es Ebenen, wo die Mentoren, die zusätzlich die Organisatoren und Organisatorinnen unterstützt haben, in Sachen wie Fachwissen zu bestimmten Software-Technik-Fragen, aber auch zu Sachen wie, wo finde ich welche Ansprechpartner oder wie sieht das aus, wenn ich jetzt eine bestimmte Idee habe, gibt es noch andere, die daran mitarbeiten möchten. Da wurden also ganz schnell Vernetzungen hergestellt, Kontakte wurden hergestellt, auch das war ganz große Klasse. Welche Art von Projekten gab es da und wie haben wir, also wie haben wir unser Projekt umgesetzt und wieso habe ich mich für das entschieden und nicht für irgendein anderes Projekt? Dazu mehrere Sachen. Erstmal zu der Art der Projekte und wieso ich das jetzt so toll fand, auch mit dem Hackathon. Also beim Hackathon ging es ja darum, dass Menschen, die der Kirche nicht so stark verbunden sind, wie diejenigen, die, ich sag jetzt mal, häufige Sonntagsgottesdienstbesucher sind und so von der traditionellen, klassischen Amtskirchendenkweise her die vermeintliche Kerngemeinde darstellen, sondern es ging eben um die Menschen, die mit dieser Form der Beteiligung weniger etwas anfangen konnten. Da ging es also im Grunde genommen ging es um die Verknüpfung von unterschiedlichen Welten, kann man ja wirklich sagen. Und das ist ja auch etwas, was mir sehr wichtig ist. Wer mich jetzt so ein bisschen länger schon verfolgt, der weiß, dass ich evangelisch-lutherisch bin. Ich bin also streitbare Lutheranerin. Ich bin in der Landeskirche Hannovers und ich habe so ein Problem sowohl mit unserer Kirchenführung als auch mit struktureller Gewalt bei uns in der evangelischen Kirche im Allgemeinen. Und deswegen suche ich auch immer nach Wegen, wie das aufgebrochen werden kann, wie diese strukturelle Gewalt unterbrochen und aufgehoben werden kann. Und dieser Hackathon hat da ganz tolle Ansätze gehabt. Es gab also bei den Projekten, gab es aus meiner Sicht drei große Gruppen. Es gab einmal die Gruppe, die eher vom Traditionellen her gedacht hat, die sich überlegt hat, wie kann ich bestehende Formate in andere Kommunikationswege bringen, so dass ich auf anderen Wegen mit dem Vorhandenen, auf anderen Wegen zum Ziel komme. Die zweite Gruppe war in der Linie so, wie ich es auch denke, dass man eben nicht von der Kirche aus denkt, wir haben das, wie kriegen wir es zu den Leuten, sondern mehr von der Warte aus denkt, was brauchen die Menschen und wie kriegen wir das hin, dass wir das, was die Menschen brauchen, zur Verfügung stellen. Das war so die Schiene, auf der auch ich unterwegs war. Und dann gab es noch eine dritte, total interessante Idee. Da habe ich so gemerkt, da ging es dann weniger um, weder um die eine noch um die andere Position, sondern noch um eine dritte Position. Da ging es darum, dass vom jeweils eigenen individuellen Wunsch ausgedacht wurde, also von dem eigenen Können, von dem eigenen Bedürfnis aus und auch von dem eigenen Fähigkeiten und Ressourcen ausgedacht wurde. Was sind so typische Beispiele für diese drei Stränge? Der erste Strang fand ich in der Hinsicht zum Beispiel die Gottesdienste. Gottesdienste to go fand ich sehr interessant. Also Gottesdienste auch in der Küche zum Beispiel stattfinden zu lassen. Also es gab dann ein Projekt, die haben gesagt, wir machen Gottesdienstketten. Also nicht Gottesdienst
in der Kirche, sondern wir haben bestimmte Menschen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen. Wir haben auch Menschen, die sehr der Kirche verbunden sind, aber diese Gottesdiensttradition nicht mehr so pflegen. Wie kriegen wir die zusammen? Da wurde sich dann überlegt, wir machen das dann einfach so, wir wandern von Küche zu Küche zu Küche und jeder bereitet was vor an Andacht, an Inspiration, auch an Essen und das Ganze endet dann im Gemeindehaus. Das war so eine eher klassische Idee mit einem völlig anderen Ansatz, mit völlig anderen Wegen verbunden. Oder auch eine Möglichkeit, dass die Jugend mehr zusammengebracht wird, also die Teamer-Generation, dass die sich leichter austauschen können, dass die auch leichter gefunden werden und dass die auch leichter Angebote finden, in die sie sich einbringen können. Auch das speziell auf die Teamer dann auch ausgerichtet, also auf die Jugend, auf die christliche Jugend ausgerichtet. Sehr viel von diesen Angeboten war aus meiner Sicht von der Kirche ausgedacht für Zielgruppe bereits bestehende Christen. Dann gab es die Linie, die auch ich mitverfolgt habe, wo es darum ging, wie schaffen wir es Menschen, die mit Kirche so gar nicht so richtig so irgendwas so am Hut haben, wie wir die mit der Kirche, naja, versöhnen ist vielleicht das falsche Wort, aber vielleicht einander näher bringen, so in diese Richtung. Dass man einander wahrnimmt, ohne sofort eine innerliche Mauer aufzuziehen, möchte ich es jetzt mal vielleicht so formulieren. Da gab es auch verschiedene Ansätze, fand ich auch manche sehr, sehr interessant. Also ich sprang dann auch zu Anfang hin und her, es waren über 100 Ideen insgesamt aus verschiedenen Bereichen, Bildung, Gemeinschaft, also es war echt was los. Es waren noch viele Leute da. Also zu unserem Projekt erzähle ich dann nachher noch was. Und das, diese dritte Sparte, was ich meinte mit dem sehr individuellen, mit dem, was habe ich, was kann ich direkt vor Ort, regional bei mir in meinem Bereich machen, fand ich auch ganz toll, dass beispielsweise angedacht war, die bestehenden Pfarrgärten zu nutzen für urbanes Gotteshaus Gardening. Also Urban Gardening im Bereich der Kirche. Also wer mag, kann kommen und sich beteiligen, so eine Art Gemeinschaftsgarten. Ob es jetzt in Richtung Gemüse oder in Richtung Blumen oder Mix ging, kann ich gar nicht beurteilen. Ich habe leider danach dann nicht mehr reinschauen können. Also das waren so die drei großen Dinge. Von der Atmosphäre her war es unglaublich energiegeladen. Alle waren voller Enthusiasmus. Manchmal gab es einen verzweifelten Hilfeschrei. Das ging dann mehr so in die Richtung, ich komme nicht vorwärts, ich muss jetzt schnell vorwärts machen. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Es war also keine Frustration. Ich habe nirgendwo Frustration oder Aufgeben gemerkt oder irgendwo, dass ich irgendwo festgestellt habe, dass jemand gesagt hat, ich fühle mich ausgeschlossen, ich fühle mich nicht mitgenommen. Also jeder war so mein Eindruck jedenfalls, hat irgendwas für sich gefunden. Das war große Klasse. Zwischendurch gab es dann auch Livestreams von der EKD. Das war so in einer bestimmten Art und Weise sehr pfiffig gemacht. War jetzt nicht meins. Ich habe es mir teilweise mit angesehen, habe aber auch teilweise mich dann lieber mit dem Projekt weiter beschäftigt, weil das nicht so meine Richtung war. Fand ich aber für viele sehr wichtig und das kam auch bei vielen war das auch besonders wichtig, dass das auch mit im Fokus war. Also würde ich auf jeden Fall, wenn sowas nochmal wiederholt wird, in dieser Form auch wieder weiter so machen. Es ist bloß halt nicht jedermanns Ding und mein Ansatz war halt so mehr so von außen. Ich bin ja mehr so kirchlich enttäuscht. Also dementsprechend war ich da so ein bisschen außen vor. Also für mich war meine Entscheidung, war nicht irgendwie von anderer Seite aus. Was war noch? Eine große, gigantische Hilfsbereitschaft. Quer über sämtliche Channels, quer über sämtliche Gruppen, zwischen den Mitgliedern der einzelnen Gruppen untereinander. Es gab
sehr viele, die sich gewünscht hätten, sie könnten sich klonen. Mir ging es ja auch so. Also ich hätte sehr, sehr gerne an verschiedenen dieser Projekten gearbeitet. Andererseits war es auch ganz gut, dass von vornherein die Orga auch gleich gesagt hat, bleibt bei einem. Ich kann bestätigen, das eine, es kommt halt darauf an, was man vorhat und welche Ziele man sich jeweils für so eine Gruppe setzt. Also bei uns war es so, jetzt komme ich mal auf unsere Gruppe. Unsere Gruppe war das Thema agile Kirche. Ideengeber ist Johannes Pieper. Das ist auch der Ansprechpartner. Also wenn es um dieses Thema geht, agile Kirche, Johannes Pieper ist dann derjenige, den ihr bitte dann kontaktiert, wenn ihr da Interesse habt, da mitzuarbeiten oder auch Interesse habt, das Ganze zu fördern, mit zu begleiten. Das ist ein tolles Projekt. Wir haben ja auch ein Video fertig gemacht, dazu gleich mehr. Aber jetzt nochmal zur Gruppe. Wie hat die Gruppe sich gefunden? Wir waren laut Gruppe, also laut Channel, laut Oberchannel, waren wir so um die 30 Leute. Dann haben wir aber festgestellt, wirklich 30 Leute waren wir dann doch nicht. Es waren dann einige von der Orga mit dabei, einige von den Mentoren haben reingeschaut und haben geguckt, ob sie unterstützen müssen oder dürfen oder sollen, wie auch immer man das jetzt formulieren möchte. Also gucken, dann ist hier irgendwie Not am Mann, braucht hier uns jemand, wurde, glaube ich, nicht so häufig in Anspruch genommen. Dann gab es mehrere, die geguckt haben, dann festgestellt haben, nee, doch nicht so ganz unsere Richtung, wir gehen doch in einen anderen Channel, der so ähnlich aufgebaut ist, ähnlich konstruiert ist, aber doch noch einen anderen Schwerpunkt setzt, tendieren dahin. Und wir waren dann zum Schluss, waren wir, glaube ich, 7 oder 8. Ich glaube, wir waren 8 Personen dann insgesamt. Eine Person hätte sich sehr, sehr gerne noch mehr eingebracht, hat sie auch geschrieben, war aber zeitlich anderweitig eingebunden. Aber jeder hat sich so weit eingebunden, wie es möglich war. Also auch das fand ich auch sehr gut, dass da eben dann nicht gemeckert wurde, dass da eben nicht in irgendeiner Form gesagt wurde, ja die, ja der und warum und überhaupt und warum engagieren die sich nicht und warum machen die denn nicht. Also das fand ich schon ganz gut, dass dann einfach auch gesagt wurde, ja, die oder derjenige kann eben jetzt einfach nur mal Samstag 2 Stunden und das war's dann, mehr ging nicht. Oder auch mal nur 2, 3 Mal reinschauen und mehr ging nicht. Es war also auch in der Hinsicht kein Hackathon zweier verschiedener Klassen, also nicht diejenigen, die von Anfang bis Ende mitmachen und diejenigen, die rein und raus springen. Es war gleichwertig. Also alle waren gleichwertig in der Situation. War auch sehr toll. Wir waren also dann relativ wenig, also eine überschaubare Gruppe dann. Und dann haben wir uns an das Thema rangesetzt. Was verstehen wir da überhaupt von, also was denken wir da zu diesem ganzen Thema? Johannes hat dann erstmal so seine Idee nochmal so vorgestellt. Wie ist er da überhaupt drauf gekommen? Was sind so seine Vorstellungen gewesen? Dann haben wir ein paar Dokumente erstellt, wo Gedanken gesammelt worden sind, wo Ideen gesammelt worden sind. Da sind dann auch Zwischenergebnisse gesammelt worden. Dann haben wir ein Dokument mit erstellt, wo wir dann unsere Kontaktdaten hinterlassen haben, wer es denn wollte, wo nun wer zu finden ist, damit wir auch nach dem Hackathon in Verbindung bleiben können, wenn wir das denn möchten. Dann sind wir an die Arbeit gegangen, haben das Projekt an sich schon mal angefangen und haben dann überlegt, gut, was sind so die Themen, die wir da haben? Und da hat sich dann herauskristallisiert, dass unsere Gruppe sich dann nochmal in 2 Schwerpunkte unterteilt hat. Das eine war das Thema agiles Arbeiten, und zwar dann im kirchlichen Kontext, also agile Kirche, agiles Projektmanagement in dem Sinne, übertragen auf den Bereich Kirche. Das war dann ein Bereich, der diesen Schwerpunkt gesetzt hat und sich darauf konzentriert hat. Und der Bereich, wo ich mich dann mit engagiert habe, wir haben uns dann überlegt, wie kann man das Ganze technisch übersetzen, umsetzen. Also weg vom rein persönlichen, individuellen hin zur Metaebene hin, also in Richtung, wie können wir das Ganze auf die ganz großen Beine stellen, sodass jeder irgendwo auch daran andocken kann. Angedacht in der Hinsicht war dann etwas zu erstellen, was national genutzt werden kann, sogar vielleicht auch international, aber eben vor allen Dingen auch regional und
örtlich. Und dass es darum geht, verschiedene Interessen miteinander zu verbinden. Angebote innerhalb und außerhalb der Kirche auf der einen Seite und das, was gesucht wird, auf der anderen Seite, die Suchenden auf der anderen Seite und die Suchenden wiederum unterteilt in diejenigen, die der Kirche sehr stark verbunden sind oder der Kirche auch nicht verbunden sind oder sogar ablehnend gegenüberstehen, dass da irgendwo eine Art Knotenpunkt gefunden wird. Und zu diesem Knotenpunkt haben wir uns dann so einiges überlegt. Wieso, weshalb, warum wir dazu gekommen sind, auf diese Gedanken, dazu haben wir dann auch ein Video entwickelt. Das Video findet ihr auch bei mir hier auf meiner Fanpage unter CS Kreuzspinnerin und ihr findet das auch auf YouTube. Da könnt ihr auch dann im Falle eines Falles, gebt einfach meinen Namen Carmen Split ein, dann findet ihr auch da meine YouTube-Kanäle und in meinem Hauptkanal findet ihr dann auch das entsprechende Projekt. Ist farblich anders gehalten, um das eben zu unterscheiden von meinen normalen Videos, von meinem normalen Kanal, also von dem normalen, regulären Inhalt meines Kanals, dass man sofort erkennt, das ist was anderes, das hat einen anderen Schwerpunkt. Das ist auch ein anderer Schwerpunkt, da ist erkennt ihr sofort mit einer beigen Hintergrundfläche. Seht euch das Ganze an. Hat 1 Minute 57 Sekunden gedauert. Wieso so kurz? Weil wir uns an die Vorgaben gehalten haben. Da, jetzt erhebe ich doch mal den Zeigefinger. Wir hatten nämlich die Vorgabe bekommen von der Orga, dass wir Folgendes erstellen sollten, dürfen. Einmal ein Video, ein Erklärvideo, mit dem wir das Projekt dann vorstellen können. Das sollte maximal 2 Minuten haben. Ein derart komplexes Thema, wie wir es uns ausgedacht haben, in 2 Minuten uns dazu zu bringen, haben wir bereits als sportlich angesehen. Dann durften wir zusätzlich noch weitere Materialien mit einreichen. Wir hatten in der ersten Version unsere ganzen Materialien, wir haben uns ja sehr tiefe Gedanken gemacht. Wir haben uns ja jetzt nicht nur Gedanken gemacht, wir klatschen da eine Plattform hin, eine Webseite, sondern auch, welche Menüpunkte soll es geben? Wie wird gesucht? Wie wird gefunden? Wonach wird gesucht? Wird gefunden? Wie werden andere an Bord geholt? Also, wie werden Kirchenträger, Amtskirchen mit an Bord geholt? Wie werden Vereine, Verbände mit an Land geholt? Wie werden die Suchenden angedockt, christlich, nicht christlich? Wie kommunizieren wir in die jeweilige Richtung? Wie kriegen wir das hin? Haben wir uns schon ein paar Gedanken in Richtung Marketing gemacht? Dann haben wir uns natürlich überlegt, wie sieht's aus technisch gesehen? Welches CMS nehmen wir? Haben wir hin und her überlegt. WordPress.org ist das, denke ich, was am sinnvollsten erscheint in dem Zusammenhang. Dann haben wir überlegt, was gibt es sonst noch so an Möglichkeiten, was müssen wir an Finanzierung, ganz klar. Haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, wie kann man so eine Webseite finanzieren, auf sichere Beine stellen, dass sie eben unabhängig finanziert ist und nicht an irgendeinem Tropf hängen muss. Also da sind wir sehr umfangreich gewesen. Und das in unter 2 Minuten in einem Video zu packen, wie gesagt, es war sportlich. Wir hatten also unsere Unterlagen soweit. Und dann ging es daran, dass wir waren dann zu dritt zum Schluss, die sich jetzt mit diesem Website-Projekt, Agile Kirche, Webseite, Webportal beschäftigt haben, haben wir uns dann überlegt, okay, 2 Minuten, was ist das Wichtigste? Und haben dann erstmal die Struktur und Co. gar nicht so weit gezeigt, sondern haben uns wirklich darauf konzentriert, wer was davon hat, wenn es dieses Portal gibt, was die Vorteile sind, wie das Ganze aufgebaut ist und was dort zu finden ist. Das haben wir dann so umgesetzt, dass wir dann von Jitsi teilweise gearbeitet aus haben. Dann haben wir aber auch festgestellt, das ist nicht so das Gelbe vom Ei, was wir so wollten, sind dann gewechselt zu Zoom. Zur Beruhigung aller, die jetzt schreien, ah, Datenschutz, dazu 2, 3 Worte. Ich möchte mich da nicht großartig auslassen. Zum Thema Zoom. Folgendes. Zoom ist unter dem US-EU-Privacy-Shield nach wie vor aktuell.
Es ist aktiv, damit ist es datenschutzkonform. Soweit es mir bekannt ist, hat die EKD mit Zoom außerdem auch noch einen Rahmenvertrag vereinbart. Kann ich allerdings nicht nachweisen. Ich habe es in einer nicht öffentlichen Gruppe gelesen, dass dem so sein soll. Es gab keine Verlinkung. Ich habe es auch nicht auf der EKD-Seite gefunden. Die Person, die es geäußert hat, ist allerdings vom Fach. Daher vermute ich jetzt auch mal, dass tatsächlich ein Rahmenvertrag von der EKD besteht. Im Zweifelsfalle empfehle ich jedem, sich dahingehend dann auch nochmal schlau zu machen. Zoom an sich ist datenschutzkonform, insbesondere wenn man es datenschutzkonform nutzt. Ich habe einen Auftragsverarbeitungsvertrag, logischerweise, ich benutze das für meine gewerblichen Kunden, also dementsprechend habe ich das natürlich abgesichert und selbstverständlich stelle ich diese Sachen dann so ein und mache es dann so bekannt, dass nichts aufgenommen wird und nichts in irgendeiner Form irgendwo anders landet, wenn nicht alle Anwesenden vorher zugestimmt haben. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber anscheinend scheint das ein großes Drama zu sein und da eine große Unsicherheit zu herrschen, dass jemand das nicht machen könnte. Ich bin ja immer der Meinung, man kann ja auch fragen, ob dem alles so ist. Aber gut, jeder muss wissen, ob er da in Panik verfällt oder einfach mal abwägt, ob das Risiko, das vermeintliche, tatsächlich so gigantisch ist. Ja, das Zoom. Wir sind also gewechselt dann zu Zoom und haben dann sowohl bei Zoom als auch bei Jitsi, also wie gesagt, wir haben mit beiden gearbeitet, dann unsere Materialien bearbeitet. Wir haben gewechselt auf das Softwareprogramm Canva. Das ist ja ebenfalls ein Anbieter von Grafiken, von Illustrationen. Wer hier schon länger mitverfolgt, weiß, dass ich mit Canva seit Anno Knick arbeite. Ich kann es nur empfehlen. Es ist in der Basisversion kostenfrei. Man kann unglaublich viel damit machen. Und man ist auf der sicheren Seite. Man kann kreativ sein. Nimmt man ein wenig Geld in die Hand. Das sind so um die, ich glaube, es sind pro Jahr 120 Euro. Dann kann man auch noch mehr machen. Dann kann man mit einem Knopfdruck dann auch die Formate wechseln. Dementsprechend haben wir gesagt, wir arbeiten jetzt erstmal mit Canva. Also wir haben folgende Software jetzt gehabt bisher. Ich gebe nochmal einen Überblick. Slack, das Hackathon. Dann haben wir mit Jitsi und mit Zoom gearbeitet für die Konferenzen, für die Videokonferenzen, für die Videoschalten. Dann haben wir Canva genutzt, um Grafiken zu erstellen. Also die Grafiken, wir haben also ein Video, ein Erklärvideo aus Grafiken erstellt. Alles komplett mit Canva gemacht. Da haben wir ziemlich viel Zeit mit verbracht, weil wir gewusst haben, wir dürfen nicht zu viele Folien machen. Wir müssen es so machen, dass möglichst auf einen Blick zu erkennen ist, worum es geht. So viel Text wie nötig, aber so wenig Text wie irgend möglich. Und eben immer im Hinterkopf 2 Minuten. Aber wir haben es hinbekommen. Bin ich auch ehrlich gesagt eine Runde stolz auf uns drei, dass wir das dann noch hingekriegt haben, das dann so zusammenzustampfen. Wir haben es geschafft. Dann haben wir gesagt, das passt soweit, haben nochmal nachgefragt bei der anderen Teilgruppe, ob da noch Wünsche sind, dass da noch was geändert wird. Wir hatten das dann nochmal in den Gemeinschaftschannel mit hineingestellt. Die ganzen Folien, alles, was wir bis dato immer erarbeitet hatten, hatten dann auch um die Zwischenergebnisse der anderen Teilgruppe gebeten. Dann stellte sich heraus, dass die zweite Teilgruppe zum Thema agile Kirche mit dem Schwerpunkt agiles Arbeiten im kirchlichen Kontext sich entschieden hat, ein eigenes Video zu produzieren und auch eine eigene Abgabe zu machen. Das hieß für uns, dass wir dann von der Chronologie her dann etwas abkürzen konnten in dem Sinne, dass wir dann gesagt haben, in Ordnung, dann besprechen wir jetzt unter uns dreien, ob das jetzt soweit in Ordnung ist, sind nochmal sämtliche Folien durchgegangen, haben nochmal an dem einen oder anderen gefeilt und dann hatten wir uns natürlich immer mit dem Blick auf die Uhr auch Zeitfenster gesetzt. Und dann haben wir gesagt, gut, die Abgabe sollte sein vom Video um 16 Uhr.
Also haben wir uns gesagt, dass dann am Sonntag bis um 13 Uhr das Rohmaterial komplett fertig sein musste, damit wir dann noch in die Bearbeitung gehen konnten. Damit das Rohmaterial bis um 13 Uhr fertig war, haben wir folgendermaßen gearbeitet. Also erstmal der Freitag ging ja um 18 Uhr los. Ich glaube, da haben wir so bis 22, 22, 30 gesessen, in der großen Gruppe noch. Dann haben wir am Samstag uns so gegen 10 getroffen, 10 Uhr morgens, und sind dann in die Einzelgruppen gegangen. Und unsere Einzelgruppe hat dann weitergearbeitet bis kurz nach 11 Uhr abends, bis die ganzen Folien fertig waren, weil dann waren wir sicher, am nächsten Morgen könnte es knapp werden, weil wir ja dann zu dem Zeitpunkt noch dachten, die Ergebnisse der zweiten Teilgruppe müssten dann auch noch mit einfließen. Das war nicht so. Dann konnten wir uns also nur auf das konzentrieren, was wir bis dahin selbst erarbeitet haben. Dann haben wir gesagt, gut, 10 Uhr, wir wissen jetzt Bescheid, 10:30 Uhr, alles geklärt soweit, dass da also komplett eigene Abgabe läuft, dass da von unserer Seite aus nichts mehr hochgeladen werden muss. Und dann haben wir uns auf die Erstellung der Folien nochmal den Feinschliff konzentriert. Das war dann von 10 Uhr bis um 13 Uhr ging es dann nur nochmal um den Feinschliff der Folien. Dann haben wir nochmal was zusammengestaucht, dann haben wir Sachen rausgenommen, wo wir gesagt haben, das verwirrt jetzt eventuell jemanden. Dann haben wir noch auf eine Bemerkung von jemandem reagiert aus der großen Gruppe, der dann gesagt hat, Folien, die ihr so hochgeladen habt, finde ich soweit klar und schlüssig. Mir fehlt aber da noch was, und zwar das und das. Das haben wir dann noch ergänzt. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Haben wir dann also auch mit einfließen lassen. Und dann haben wir um wirklich immer wieder auf die Uhr geschaut und haben gesagt, egal wie weit wir kommen, um 13 Uhr Schicht im Schacht. Um 13 Uhr haben wir dann wirklich auf den letzten Sekunden, auf dem letzten Meter wirklich gesagt, so jetzt Schluss, aus, vorbei. Ich hatte dann die Freigabe von den anderen beiden und dann haben wir halt zu dritt gesagt, let's go. Dann habe ich mir das Ganze runtergeladen, aus dem Bereich Canva, hinuntergeladen auf meinen lokalen Laptop und habe dann dort wiederum auf eine weitere Software zugegriffen, habe das dann ganz bearbeitet mit Camtasia. Mit Camtasia von der Firma TechSmiths. Wenn du hier länger zuguckst, weißt du, ich arbeite mit TechSmiths Produkten sehr gerne, weil das kompatibel ist und weil das unglaubliche Möglichkeiten mit sich bringt. Also habe ich mir die Folie genommen und habe dann überlegt, wie mache ich das jetzt am einfachsten, wie mache ich das am besten. Da gibt es zwei Methoden, an diesem Punkt weiterzuarbeiten. Ursprünglich bin ich davon ausgegangen, dass ich die einzelnen Folien, die einzelnen Canva-Folien nehme, sie mir auf eine Timeline setze, dann einen Kommentar spreche und dann zusehe, wie ich mir die einzelnen Bilder dann strecke, beziehungsweise kürze, beziehungsweise Zeitraffer, Effekte mit einarbeite. Und dann eben zusätzliche Effekte mit hineinfliegenden Symbolen und Ähnlichem mit reinnehme. Ich habe dann auf die Uhr geschaut, habe festgestellt, es war Viertel nach eins und habe dann festgestellt, bis 16 Uhr muss alles abgegeben werden. Wir haben gesagt, 14:30 Uhr treffen wir uns nochmal, dass nochmal eine Zwischenabnahme gemacht werden kann, ob alles soweit in Ordnung ist oder ob ich nochmal komplett was umschneiden muss. Also war das die Variante mit einzelnen Bildern reinnehmen und dann Kommentar sprechen und dann hin und her schieben und gucken, viel zu aufwendig. Also habe ich mich für Plan B entschieden und habe dann diese Canva-Folien genommen, einmal als PNG bei mir auf dem PC erstmal gelassen, bin nochmal auf Canva gegangen und habe dort dann mir die ganze Latte an Bildern nicht als PNG runtergeladen, sondern heruntergeladen direkt als PowerPoint-Präsentation und habe dann in der Power-Präsentation mit Camtasia die PowerPoint-Präsentation gefilmt mit Ton. Also sowohl das Bild als auch die Tonaufnahme direkt innerhalb von PowerPoint erledigt. Danach habe ich mir das Ganze in Camtasia wieder reingezogen als Camtasia-Projekt und habe mir angeschaut, wie weit bin ich? Bin ich unterhalb dieser 2 Minuten? Nein, war ich nicht. Ich war bei 3 Minuten 29.
Ich habe 6 Versuche gebraucht. Am Ende war ich bei 1 Minute 57. Und da möchte ich jetzt mal sagen, Tschakka. Und ja, jedem, der es aufgefallen ist, ich sage an einer Stelle Religionsgemeinden, nicht Religionsgemeinschaften. Ja. Aber meine Güte, 1 Minute 57, ich war so glücklich. Ich hatte jetzt die Chance, entweder um 14:30 Uhr, das war auch um 14:30 Uhr fertig, als wir gesagt haben, wir treffen uns wieder. Mir ist das noch nicht mal aufgefallen. Nein, das fiel dann dem Johannes auf. Die Biggie hatte dann auch geguckt, hatte dann auch geschaut. Der war es gar nicht so aufgefallen. Johannes meinte sofort, du sagst da ja Religionsgemeinschaft, Gemeinden. Und ich so, ja. Mir war das echt nicht aufgefallen. Aber wir haben dann zu dritt entschieden, das bleibt jetzt so. An einer anderen Stelle habe ich dann hinterher lachen müssen, auf der Folie, die ihr dann auch im Video seht, wo dann die Personenkreise vorgestellt werden. Das war gar nicht so assoziiert, aber im Nachhinein habe ich dann so assoziiert, kann man natürlich auch in den falschen Hals bekommen. Da ging es um verschiedenste Personengruppen, die da eben mit einfließen, mit integriert werden in dieses Webportal, also von den Unternehmen und Organisationen her, die eben die Kommunen her, die ihr Manpower, ihre Ressourcen und ihre Technik und so weiter mit zur Verfügung stellen, bis unten hin halt, bis zum Touristen. Und ich hatte das dann unglücklich formuliert, von den Pastorinnen bis zu den Gläubigen, von den Touristen bis zu den Ungläubigen. Also Ungläubige habe ich gar nicht gesagt, bis zu den von den Touristinnen bis zu, ich habe irgendwas anderes gesagt. Also auf jeden Fall war so diese Verknüpfung von Pastoren, Gläubige und dann gibt es Touristen. Also irgendwie war das eine ganz komische Kombination, die ich da beim Sprechen bekommen habe. Fiel mir aber erst hinterher auf und dann mussten wir alle drei lachen. Also wir haben auch sehr viel gelacht, auch das gehörte zur Atmosphäre, das möchte ich auch nochmal sagen. Wir haben unglaublich viel über uns selbst gelacht, weil wir teilweise da uns gedacht haben, wo zum Geier Knickfuß ist jetzt der Knopf hier bei Slack? Wo finde ich jetzt die Datei, von der die oder der redet? Welche Sprechblase ist gemeint? Worauf muss ich jetzt klicken? Also wir mussten viel über uns selber lachen. Und das war auch sehr erholsam. Das tat auch immer wieder gut. Denn bei all der Arbeit, bei all der Anstrengung, der Humor kam bei uns wirklich nicht zu kurz. Wir haben herzhaft lachen können. Und das war auch sehr schön. Ja, was kam sonst noch so beim Hackathon? Der Austausch der Kontaktdaten. Also Biggie, Johannes und ich stehen auf jeden Fall miteinander in Kontakt. Ich hoffe, das bleibt so, weil wir waren ein klasse Team, hat richtig Spaß gemacht, ordentlich da zusammenzuarbeiten, in der kurzen Zeit so viel zu produzieren. War richtig gut, hat Spaß gemacht, hat sich gelohnt. Ja, wir haben dann, als Abgabetermin war, haben wir uns ganz konzentriert dahingesetzt. Dann haben wir es so gemacht, dass dann ich meine Screenteilung, also wir sind dann wieder haben uns dann wieder auf Zoom getroffen und dann haben wir uns das Ganze angeguckt. Ich habe dann das Video ja erstellt gehabt, habe das dann hochgeladen auf meinen Videokanal, habe dann erstmal das Ganze auf privat gestellt, damit das noch keiner sieht. Habe dann Zoom geöffnet, dass wir uns da dann in unserem, in Anführungsstrichen, in unserem Miniraum treffen konnten. Habe dann den Bildschirm geteilt und habe dann eben auch den Computerton und die Bildschirmwiedergabe so optimiert, dass es auch ein YouTube-Video so gut wie möglich wiedergegeben hat. Dann haben die beiden sich das angehört und angesehen auf meinem Bildschirm. Dann haben wir da sozusagen gemeinsam nochmal die Videobeschreibung vorgenommen, haben dann auch die Bedingungen, dass dann auch die Bedingungen erfüllt worden sind, oben mit dem Videotitel, dass das stimmte, haben wir nochmal 4, 5 Mal kontrolliert. Dann haben wir geguckt bei der Videobeschreibung, dann haben wir geguckt bei der Verhashtagung, dass das alles stimmte. Dann haben wir uns als nächstes drum gekümmert, sobald das soweit klar war, dass ich das scharf geschaltet habe, öffentlich geschaltet habe. Dann ging das mit Johannes weiter, der hat dann erstmal den Link bekommen über den Chat von Zoom. Hat er den Link bekommen, dann hat er den Link hochgejagt, wiederum bei Slack, in den entsprechenden Channel mit der Abgabe, bei uns in unseren Unterchannel, weil er ja der Projektleiter war, hat er dann erstmal Punkt 1 erledigt, hat dann den Titel mit eingegeben, den Titel des Projekts, dann das Video hochgeladen,
Dann hatten wir erstmal ein wenig Entspannung, weil die Abgabe war um 16 Uhr. Das hatten wir erledigt. Dann haben wir erstmal ein bisschen durchgeschnauft und haben dann gesagt, gut, jetzt kümmern wir uns um den Rest an Materialien. Haben uns dann nochmal ganz genau die Anweisungen nochmal vorgenommen, die PDF mit den Anweisungen. Auch das großartig, dass das nicht irgendwo im Channel war, irgendwo versteckt, sondern dass es das auch als PDF gab und dass wir das auf unsere eigenen PCs runterladen konnten und dann eben parallel das aufhaben konnten, während wir da an der Erfüllung der Aufgaben arbeiten konnten. Dann haben wir uns dann Punkt für Punkt für Punkt vorgenommen. Wir hatten den Titel, wir hatten das Video, dann ging es um den Bereich Beschreibung des ganzen Projekts, 300 Wörter. Da hatte Biggie sich dran draufgestürzt. Die hat dann, während der Johannes dann gearbeitet hat mit dem Video hochladen und mit dem Titel vergeben und wie er das da alles machen muss, hat Biggie sich um die Zusammenfassung des Textes gekümmert, hat dann geguckt, was können wir da jetzt reinbringen, was muss da gemacht werden, wie machen wir das? Dann war das fertig, dann hat sie das wieder an Johannes übergegeben, auch wieder über den Chat. Und dann hat Johannes das Ganze dann wieder hochgeladen in unseren Abgabebereich. Dann haben wir geguckt, welche anderen Materialien können wir noch hochladen. Dann haben wir entschieden, dass das sinnvoll ist, dass wir da eine Chronologie mit abgeben, dass wir da in irgendeiner Form auch mit abgeben. Nee, Blödsinn, von der Zeitabfolge her, diese Chronologie, während ich am Video gearbeitet habe, haben die beiden natürlich nicht die Füße hochgelegt. Das möchte ich immer betonen. Das kam, also nicht, dass das hier falsch rüberkommt, im Gegenteil. Die beiden haben sich die ganze Zeit dann darum gekümmert, den ganzen Schriftkram fertig zu machen. Haben also da Hand in Hand gearbeitet. Durchgehend. Wirklich Hand in Hand, also durchgehend. Also, während ich da Video gemacht habe, haben die beiden schon losgelegt mit der Chronik, haben also eine richtige Projektchronik erstellt. Johannes hatte seine ursprüngliche Idee mit reingebracht, dann haben wir die Dokumente damit reingenommen, die wir im Laufe der Zeit von der Gruppe hochgeladen bekommen hatten, haben dann geschaut, was kommt aus der anderen Teilgruppe, was können wir also eventuell nicht nehmen, was muss raus, wo müssen wir gucken wegen Namensnennung, was darf genannt werden, was darf nicht genannt werden. Das wurde von den beiden schon mal soweit fertig gemacht. Dann war ja das Video und so weiter. Wie gesagt, ich springe jetzt nochmal wieder vor. Wir waren jetzt soweit, dass wir schon beim Hochladen, beim Fertigmachen waren. Dann haben wir nochmal geguckt, was genau soll jetzt wirklich endgültig in dieses Dokument hinein. Dann haben wir da noch ein bisschen Feinschliff betrieben. Dann hat Johannes das wiederum hochgeladen auf die Abgabe, auf den Abgabe-Channel. Dann ging es um weitere Materialien. Welche weiteren Materialien haben wir? Dann habe ich gesagt, wir können ja dann auch noch mal die Folien von dem Video können wir ja auch noch als PDF zur Verfügung stellen. Kann ja auch Sinn machen, dass der eine oder andere einfach mal so noch mal durchblättern möchte, so in aller Ruhe noch mal und sich dann Gedanken zu den einzelnen Bildern machen möchte. Haben wir dann so gemacht, dass ich das Ganze dann noch mal rauf auf Canva, die mir dann als PDF von Canva heruntergeladen habe und dann in unseren Gruppen-Chat hochgeladen habe, weil das war ja dann wieder für die allgemeine, für die ganze Gruppe. Dann habe ich das also wieder in den Gruppen-Chat, in den kompletten Gruppen-Chat hochgeladen auf Slack. Dann hat der Johannes sich das wiederum heruntergeladen auf seinen Laptop und von dort dann wiederum hinaufgeladen in die Abgabe, also in die Schlussabgabe. Dann haben wir noch den letzten Punkt genannt, dass er dann eben nochmal sich selbst genannt hat mit seiner E-Mail-Adresse als Ansprechpartner. Dann hat er noch die Freigabe erteilt, dass sowohl er als Autor, also er als Ansprechpartner und auch die Materialien freigegeben sind, dass die also veröffentlicht werden dürfen. Und dann war es auch ich glaube, es war dann 17:45. Und wir haben dann gesagt, ja. Jetzt können wir auch vielleicht mal gucken, was sonst noch so in der Gruppe los war. Und dann haben wir uns gegenseitig nochmal gratuliert, haben dann aber auch schon gesagt, so für heute erstmal Schluss, jeder jetzt erstmal nochmal für sich, erstmal runterkommen, erstmal zu sich kommen und auch nochmal für sich jeder so entscheiden, was ist jetzt für jeden persönlich gerade so wichtig.
Und das war unterschiedlich. Also bei mir war es wirklich so, ich habe mich erstmal hingelegt und habe mir dann im Liegen den Abschluss-Livestream angesehen und habe dann im Anschluss mir nochmal die einzelnen Channel angesehen in aller Ruhe. Was lief eigentlich sonst so? Welche anderen Ideen gab es, sind noch so weiterverfolgt worden? Und was haben die Mentoren teilweise an Tipps gegeben? Dann habe ich mir angeguckt, auch bei den Software-Tipps, das hat mich natürlich beruflich auch sehr mit interessiert, welche Tool-Tipps gibt es? Die habe ich mir erstmal alle fein säuberlich mit rüber kopiert und mit notiert, also nur die reinen Tipps, also nur die Link-Tipps, nur die Links zur Beruhigung. Ich habe mir da nichts irgendwie rauskopiert, sondern nur die Links an sich zu den jeweiligen Tool-Tipps, zu der jeweiligen Software, die empfohlen wurde. Und ich denke mal, alleine die Tooltips abzuarbeiten und zu kontrollieren, was ich davon nutzen kann, was vor allen Dingen meine Kunden und meine Kundinnen davon nutzen können. Alleine dafür. Also es gibt so viele, viele Dinge, für die dieser Hackathon sich gelohnt hat. Für so unglaublich viele Dinge. Für die Energie, die da freigesetzt wurde bei allen Beteiligten. Für alleine die Erfahrung, dass sowas innerhalb von einer Woche von ein paar Jugendlichen aus dem Stegreif aus dem Boden gestampft werden kann und das auf eine Art und Weise rüberkommt, dass generationsübergreifend und auch institutionsübergreifend die evangelischen, die katholischen, Christen und auch eher so, ja, ich würde ganz gerne, aber ich weiß nicht so richtig, fühle mich nicht so ganz wohl in Kirche, Menschen. Alle irgendwie in irgendeiner Form da doch mit angesprochen worden sind. Und ich darf mal aus dem YouTube-Video plaudern. Unglaublich viel Eigenleistung, wahnsinnig viel Eigenleistung, die jungen Damen und Herren da an den Tag gelegt haben, wie die sich eingesetzt haben. Und von den finanziellen Dingen, die eingesetzt werden mussten, hatten sie da eingeblendet. Ich weiß nicht, ob es dabei geblieben ist. Die gigantische Summe von 12 Euro. Ja, richtig gehört. 1, 2, 12 Euro. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, da waren über 700 Teilnehmer, da sind über 100 Ideen eingereicht worden. Über 50 Ideen sind konkret weiterbearbeitet worden. Über 700 Teilnehmer und unwahrscheinlich viel entstanden an Netzwerkkontakten, an Ideen, an Austausch, an gegenseitige Bestätigung auch in Form von, ja, verdammte Naht, es geht. Einfach trauen, einfach machen, einfach auch vertrauen darauf, dass es funktioniert. Und dann geht das. Also ich fand's großartig, ich fand's klasse. Es war mein erster Hackathon, den ich überhaupt irgendwie gemacht habe. Es war mit Sicherheit nicht mein letzter. Ob ich Slack behalte, ich finde Slack an sich finde ich ziemlich reichlich übergriffig. Ich habe das Ding jedes Mal beendet und beendet und beendet. Und wenn ich den PC hochfahre, ist das Ding wieder an, obwohl ich es nicht im Autostart habe. Also Slack ist ungefähr so übergriffig wie Skype, noch übergriffiger. Und Skype habe ich auch schon immer einen Kampf gefochten. Skype hat bei mir auch keine Zukunft. Also Skype hat bei mir auch nichts auf meinem Laptop zu suchen. Also vermute ich, dass ich auf Dauer wahrscheinlich kein Slack-Fan bin. Aber für Hackathons oder ähnliche punktuelle Geschichten werde ich vermutlich auch auf Slack durchaus auch zurückgreifen und werde mich auch auf Slack-Plattformen dann wieder mit beteiligen, denke ich. Also das macht Sinn. Und ansonsten von der Technik her, Jitsi, ja. Von der Organisation her habe ich auch viele Dinge mitgenommen. Ich plane ja auch für 2022 spätestens einen eigenen Kongress mit einem anderen Thema. Dann also mehr so rein für die Selbstständigen, rein in Richtung Technik und Co. Und wie mache ich das mit Selbstständigkeit? Welche Tools brauche ich? Und wie funktioniert das mit Social Media? Da soll es eben nicht nur um die normalen Dinge gehen, sondern dann um ein bisschen mehr tieferes Fachwissen dann auch.
Das aber erst 2022. Dafür habe ich mir das auf jeden Fall schon mal vorgemerkt. Ist auf jeden Fall ein gutes Ergänzungstool. Und ansonsten habe ich mitgenommen viel gute Laune, totale Erschöpfung, eine Zahnwurzelentzündung, die Freitagabend losging, mit der ich das ganze Wochenende zugebracht habe. Aber bei aller Erschöpfung, also die innere Aufgeladenheit, die ist immer noch da. Ich bin irgendwie immer noch total aufgekratzt und arbeite auch immer noch weiter. Es hat auch für mich jetzt sehr, sehr gut gepasst. Ich mache mal eben kurz, werde euch noch mal eben kurz einen Bildschirm von mir teilen. Der Hackathon hat für mich persönlich auch jetzt richtig gut gepasst, weil ich sowieso gerade an der Artikelreihe sitze, zum Thema Corona, und Expertenwissen Corona ist der erste Beitrag, und Pastorinnen Online-Pastor sein, in sämtlichen Geschlechtsvarianten Online-Pastor sein, wie geht das? Ist der zweite Artikel, und ich sitze gerade parallel an beiden. Ich mache das immer so, ich arbeite immer an mehreren Artikeln gleichzeitig. Das ist einfach so meine Arbeitsweise. So, Moment. Ich teile mal den Bildschirm, aber jetzt einen anderen. Ich wechsle mal eben. So, und zwar hier. Könnt ihr schon mal gucken, also hier so diese Erfahrungsbericht und Co. Ich denke mal, mit einer Nachtschicht heute, allerspätestens morgen, sind die beiden auch soweit. Einmal dieses geballte Fachwissen nochmal, was ich ja auch in meiner digitalen Nachbargruppe auch habe, jetzt hier auch nochmal auf Website-Format nochmal runtergebrochen, dass auch diejenigen, die nicht auf Facebook unterwegs sind, Zugriff haben auf die verschiedenen Linksammlungen von den Organisationen und von den verschiedenen Behörden und von den Experten aus Medizin, Wirtschaft, Künstlerhilfe. Was können Gastronomen machen? Da gibt es ja auch Initiativen, gibt es ja auch Verbände und so weiter. Ist der erste, wo ich jetzt gerade im Grunde genommen bei den letzten drei, vier Sätzen bin. Und bei dem Artikel für, ja, Online-Pastoren oder für diejenigen, die auf dem Weg sind aufgrund der Corona Pandemie, sich jetzt doch mehr mit dem Thema Online, Gottesdienst und Co. zu beschäftigen und da auch mal nicht nur den innerkirchlichen Blick haben möchten, sondern auch mal den etwas anderen Blick einer engagierten Laien, die eben im Bereich Technik aber nun mal ein bisschen mehr Wissen mit sich bringt als beispielsweise die meisten Entscheider und Entscheiderinnen im Kirchenbereich, die dann eben sagen, wir dürfen oder wir dürfen nicht irgendetwas machen, dem sei mal angeraten, einfach hier auch vielleicht mal einen Blick drauf zu werfen. Ich habe hier so einiges vom Inhaltsverzeichnis her, habe ich so eine Art 7-Punkte-Plan, was jeder beachtet, egal mit was er jetzt irgendwie online-technisch unterwegs sein möchte, als Pastor mit seiner Gemeinde oder als Pastorin. Also nehmt das bitte alle Geschlechter sind damit drin. Wie es aussieht, welche Ideen es gibt fürs Internet, für die sozialen Medien, aber auch eben außerhalb dieses Bereichs, was man da sonst so machen kann, wie es mit dem Recht aussieht, mit der Organisation, wie es mit der Technik aussieht, wie es mit dem Marketing aussieht. Ja, also so im Grunde genommen, so einmal drumherum, was alles so möglich ist, was so denkbar ist, von der Taufe bis zur Beerdigung, was ihr da alles so machen könnt, inwieweit ihr das machen wollt, ist dann wieder der zweite Punkt, und inwieweit jetzt dann wiederum kirchenrechtlich da vielleicht noch mal wieder irgendwelche extra Bedenken sind, ist dann jetzt ja dann noch mal wieder ein dritter Punkt. Wieso sage ich das mit dem kirchenrechtlichen jetzt noch mal so explizit? Für diejenigen, die jetzt einfach mal nicht Theologe sind und hier jetzt gerade zuschauen und gerade ein Fragezeichen über dem Kopf haben. Im Zuge der DSGVO hat die Kirche sich natürlich auch mit dem Thema Datenschutz noch mal intensiver auseinandergesetzt, als sie es zuvor sowieso schon tat. Das Ergebnis war, dass jede der religiösen Hauptströmungen, sage ich jetzt mal, orthodox, evangelisch, römisch-katholisch und alle anderen Strömungen, Konfessionen, die vorhanden sind, sich eigene Gedanken gemacht haben und dabei jeweils ein eigener Vorschriftenkatalog bei herauskam, die sich jeweils in eigener Form
mit der DSGVO, mit der DSGVO-Gesetzgebung beschäftigt und dazu positioniert haben. Es gibt also nicht einen Guss, es gibt ganz viele Gusse. Und das ist also für jemanden, der in diesem Bereich dann tätig ist, als Pastor dann auch ein bisschen unübersichtlich. Und für jemanden, der dann von außen da drauf guckt, ist es völlig, manchmal braucht man, glaube ich, Galgenhumor. Sage ich jetzt einfach mal so. Also es gibt beispielsweise die Empfehlung von der Reihenfolge her, was zu bevorzugen ist. Da teile ich bestimmte Vorzüge dementsprechend, also dass Dinge, die direkt in Deutschland sind, durchaus sinnvoller sind als Dinge, die außerhalb Deutschlands vom Server her platziert sind. Macht Sinn. Es macht auch Sinn, dass Dinge, die innerhalb Europas sind, als risikoärmer angesehen werden können als Dinge, die außerhalb Europas, außerhalb der EU untergebracht sind. Auch das macht Sinn. Aber die Einschätzung beispielsweise, dass der DSGVO-Schutz bei der Schweiz, dass man, wenn man Software oder Produkte nutzt, die auf einem Hersteller beruhen, der seinen Sitz in der Schweiz hat, dass das als von der EKD sicherer eingeschätzt wird als das, was in den USA sitzt. Das so jetzt mal aus meiner persönlichen Fachfrau-Sicht halte ich jetzt für mutig formuliert, und zwar aufgrund der wirtschaftlichen Erwägungen. Wir standen im letzten Jahr ganz kurz davor, anscheinend hat es bei der EKD keiner mitbekommen, wir standen im letzten Jahr ganz kurz davor, dass die Schweiz den Schweizer Privacy Charter nicht nochmal verlängert. Nicht nochmal verlängert. Es war ganz, ganz kurz davor, dass es keine erneute Einigung gegeben hätte. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei der Schweiz sehr viel größer als bei der USA. Denn die USA haben sehr große wirtschaftliche Interessen daran, dass die Software der US-Hersteller weiterhin in der Europäischen Union genutzt wird. Während die Schweiz in der Hinsicht keine großen wirtschaftlichen Kapazitäten dort in diesem Bereich gebunden hat. Für die Schweiz wäre es also kein großer Verlust im Sinne des Bruttoinlandsprodukts, wenn die Schweiz sagen würde, nö, wir beenden das. Bei der USA schon eher. Also daher halte ich diese Einschätzung für gewagt. Ich halte es für wahrscheinlicher, dass irgendwann vielleicht mal die Schweiz sagt, wir haben zwar die gleichen Datenschutzideen und wir haben die gleiche Art und Weise an Datenschutz heranzugehen, aber trotzdem beenden wir den Schalt und diese Vereinbarung gilt nicht mehr. Das halte ich dafür eher wahrscheinlich. Ich halte es noch nicht für sehr wahrscheinlich, aber das letzte Jahr hat gezeigt, wie knapp es war, dass das aufgekündigt worden wäre. Und ich habe in dem Moment habe ich dann sehr kritisch auf sämtliche meiner Software-Lizenzen geschaut. Was kann ich eventuell, was ist noch in der Schweiz? Was muss ich eventuell auslagern? Ich hatte mich da bei verschiedenen Umfragetools orientiert und war da eigentlich schon ganz kurz davor, bestimmte Umfragetools aus der Schweiz mit in meine Webseiten mit einzubinden und habe dann letztes Jahr erstmal davon Abstand genommen und warte jetzt auch erstmal noch ein paar Monate ab, wie sich das Ganze so entwickelt, ob sich da bei der USA jetzt noch irgendwie noch etwas verschärft oder ob mehr so in Richtung Schweiz sich wieder etwas mehr lockert. Also da, ich gucke da erstmal, wie sich das entwickelt. Aber das einfach nur mal als Hinweis. Also so dieser grundsätzliche Gedanke, die Art und Weise mit Datenschutz umzugehen aus Sicht der Schweiz entspricht eher der deutschen Sicht, dem stimme ich zu. Aber die Gesamtübersicht, die Gesamtanalyse, da schätze ich das rein persönliche wirtschaftliche Risiko, dann vor dem kompletten Nichts zu stehen und dass meine Daten dann irgendwo auf einem Server hängen und ich nicht mehr dran kann oder anderweitig irgendwie abgeschnitten sind.
bei der Schweiz für größer ein als bei der USA. Aber das ist eben der Unterschied. So, das eine mit dem anderen muss man vielleicht auch mal einfach mal, man muss auch mal vielleicht die Perspektive wechseln. Also ich empfehle einfach auch mal das große Ganze mal ins Auge zu fassen und sich nicht nur auf einen Aspekt zu konzentrieren. Ja, das war's. Das war mein Netzsprech für heute zum Thema Hackathon. Es war nicht mein letzter. Ich sag's nochmal, es war nicht mein letzter und ich habe auch schon heute Nachmittag mit einer guten Freundin auch nochmal telefoniert, habe dann ganz kurz gesagt, du, heute Hektik, ich gehe gleich live. Lass uns morgen in aller Ausführlichkeit nochmal darüber telefonieren und ich erzähle dir, was ich alles so erlebt habe. Paar Anekdötchen hatten wir ja auch so, also einfach mal so ein bisschen aus dem Kaffeesatz und aus der Kaffeetasse, aus der Teetasse plaudern, bisschen erzählen, was so alles war. Also ich habe dann, werde da noch ganz, ganz lange, ganz, ganz viel von erzählen. Und ich habe da auch ganz viel von. Und ich hoffe und ich denke, ich bin da, nein, ich hoffe nicht, ich denke auch nicht, ich bin davon überzeugt, dass es ganz vielen anderen innerhalb dieses Hackathons genauso geht. Also, dass ganz, ganz viele jetzt wirklich sagen, das war super, das hat mir Spaß gemacht, ich will da weiter dran arbeiten oder ich gucke mich auch mal bei den anderen Themen um und werde da auch weitermachen. Ja. Ich wünsche euch einen schönen Abend in dem Sinne. Ich werde mich jetzt wieder mal eine Runde mit meinen Artikeln beschäftigen, damit ihr das dann morgen, spätestens übermorgen dann auch habt, damit ihr dann auch mal eine Übersicht bekommt und mal zusätzliche Ideen so innerhalb und außerhalb von Kirchenkreisen, was so ein Online-Pastor jetzt zu Corona-Zeiten alles so machen kann. Bis die Tage, bis demnächst. Beim nächsten Mal eventuell auch noch ein Netzsprech direkt mit unserer kleinen Dreiergruppe, sprich mit der Biggie, mit dem Johannes und meiner Wenigkeit nochmal direkt zu unserem Projekt, dass wir dann noch mehr darüber erzählen, über das Thema agile Kirche. Sind wir im Gespräch? Wir haben noch keinen gemeinsamen Termin gefunden, müssen wir mal schauen. Werden wir aber auch auf jeden Fall nochmal hinkriegen. So, aber jetzt endgültig. Auf geht's, ich muss weiterarbeiten. Ich bin im Hackathon-Fieber. Macht's gut, schönen Abend noch. Tschüss.